Weiter geht's. Ja, ich gehe direkt auf den Magier hier. Jetzt hole ich mir die Schützen. Aber das ist schon echt fies, wie die dann, wenn sie doch ein bisschen Energie verloren haben, sich dann zurückziehen. Die lassen nicht liegen. Was ragt denn hier aus dem Boden? Das zeigt mir schon so ein bisschen die Urgewalt an, die da aus der Hölle nach oben schießt, ans Tageslicht. Da scheint doch einiges auf uns zu warten. Ich will nicht wissen, welche Macht da dahinter steht, wenn ich ehrlich bin. Es qualmt ja auch voll noch. Heiß ist es auch. Aber ich denke mal, dass unser Weg genau dahin führen wird, in die Unterwelt. Also ich hoffe es nicht. Aber erstmal kämpfen wir hier oben weiter. Weiter gegen die Gauner und gegen die Spurenleser. Das war wieder die falsche Taste. Ich wollte gar keinen Trank nehmen. Aber wir haben es ja. Weil eben doch immer wieder Gold rumliegt. Und spätestens jetzt wisst ihr, was ich gemeint habe mit den unvergleichbaren Mengen an Gegnern. Und an den Gegenständen, die hier rumliegen. Man ist hier quasi echt nur am Sammeln. Ich nehme mal den Schrein mit. Und dann geht's rein hier. Das könnte natürlich jetzt gefährlich werden hier. Ich bin umzingelt von Bogenschützen. Da nehme ich lieber noch mal einen Trank. So, aufgeräumt. Da kommt so richtig die Sammelleidenschaft auf in dem Spiel. Ich brauche natürlich ein bisschen länger, weil ich tatsächlich relativ viel und fast alles mitnehme. 260, 70. Und auch am Anfang haben wir gesehen, da haben wir uns natürlich erstmal ausgestattet. Ne? Auch an den grauen und an den weißen Gegenständen. Die haben wir auch relativ lange mitgenommen. Ich glaube, so bis Stufe 5 haben wir da gut eingesackt. Ich habe mir auch jetzt für dieses Let's Play natürlich wieder jemanden rausgesucht, wo ich parallel mir ein Let's Play anschaue. Da konnte ich ja schon relativ weit gucken. Das hat mir auch schon ziemlich gut gefallen. Da habe ich auch direkt mal einen Kommentar hinterlassen. Das war überhaupt so der zweite Kanal, wo ich dann da mal überhaupt einen Kommentar hinterlassen habe. So, hier nochmal runter. Hier ist noch unten aufgedeckt. Wer weiß, vielleicht ist hier noch ein Versteck. Gehen wir nochmal hier schön durch den Wald. Ja, wir müssen über die Brücke. Führt ja kein Weg drumherum. Und habe ich mir schon so ein bisschen überlegt. Also wir kommen jetzt hier im Ackerland bei Brossos heraus. Und während wir da rauskommen, erzähle ich das euch. Oh, Zentaur, Fallensteller. Das sind die Wildschweine, mal nicht weit. Die scheinen irgendwie in Symbiose zu leben. Oh Gott, das sind aber einige jetzt hier. Nein! Oh. Oh. Ja, die brauchen auch ganz schön lange. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich kein Damage austeile. Jetzt kommt der Dicke, ziehen wir uns kurz zurück, damit nicht mehr kommen. Der Verwüster. Der dunkle Satyr. Und da habe ich mir ja schon so überlegt, also richtig toll wäre ja, wenn ich tatsächlich den Koop-Modus, also den Multiplayer von Titan Quest zeige. Ja, da würde ich das am liebsten gleich mit einem anderen Let's Player machen. Also nicht einfach nur hier online irgendein Spiel dazujoinen oder einen Server stellen. Ich gehe mal gleich auf den großen. Hauptmann! Das sind jetzt zwei starke hier. Von hinten noch diese verflixten Bogenschützen. Hol ich mir erstmal den weg. Weil der schwächt uns mit irgendeiner Aura. Fangnetz. Das ist nicht das, was ich eigentlich meinte. Ring, ne? Und das auch. Aber da traue ich mich ja wieder nicht, ne? Da müsste ich eben einfach mal nachfragen, ob das eine Option wäre. Einfach mal bei den Let's Playern aufdringlich werden und fragen, ob die mal Bock hätten,
hier quasi so einen Dual-Cast zu machen. Ja. Oder besser gesagt, so ein Po. Ich muss mich hier konzentrieren. Ja, er stellt doch die Kampfstandarte, das heißt für uns Rückzug, bis wir aus der Aura raus sind. Alles andere ist ja nur unnütz stressig. Also hier quasi so im Koop. Ja, und da bekomme ich jetzt hier ein grünes Schild. Noch mehr kannst du nicht tragen. Ich kann es nicht tragen. Also quasi hier im Koop-Modus zu zweit zu kommentieren, das wäre schon ein Wunsch von mir. Da könnte ich gleich mehrere Sachen miteinander kombinieren. So zum Beispiel jetzt auch mal zurück nach Megara und wieder verkaufen. Zum einen weiter Let's Playen, ja. Zum anderen mal mich, ich sehe mich ja wie gesagt als Zuschauer. Hier da. Willkommen, willkommen, ein edler Krieger wie du. Ich bin sicher, dass ich genau das habe, wonach du suchst. Zum anderen eben mal an der Seite ein Spiel zu kommentieren mit einem Let's Player. Des Weiteren das, was ich schon versprochen habe, eben hier den Multiplayer zu zeigen. Und zum anderen, das wäre ja eigentlich ganz praktisch, habe ich mir so gedacht. Mal sehen, ob ich das umgesetzt bekomme. Aber da muss ich mich eben trauen, mal zu fragen. Okay. Oh, was haben wir denn hier? Ne, das ist jetzt aber schwierig, Leute. Ist zwar schön, 9 Verringerungen auf Anforderungen. Aber die Gesundheitsregeneration ist schon ein bisschen... Ja, gefällt mir besser. Das werde ich sicherlich bereuen, dass ich es verkauft habe. Spätestens dann, wenn wieder die guten Items droppen. Aber ich habe ja hier eine tolle Klinge gefunden. Die habe ich schon wieder total vergessen. Wie konnte mir das denn passieren? Ja, wir haben doch unsere zweite epische Waffe gefunden. Oder beziehungsweise unsere erste epische Waffe. Unseren zweiten epischen Gegenstand. Die Verräterklinge, was hat sie denn überhaupt? Schaden durch Blutung, da haben wir genau diese Sekundärwiderstände, die ich da mal hier erklären wollte. Tja, das ist die Waffe, die genau das auslöst, beziehungsweise genau verhindert, die der Blutungswiderstand. Die Waffe macht Schaden durch Blutung und erhöht auch den Blutungsschaden auf 15 Geschicklichkeit, 11% auf Angriffsgeschwindigkeit. Plus 1 auf kalkulierter Schlag. Ja, das ist jetzt quasi so ein Boni auf eine Meisterschaft. Beziehungsweise auf eine Fähigkeit einer Meisterschaft. Ich kann euch jetzt leider nicht sagen, aus welcher Meisterschaft dieser Skill ist. Wo der sich heimisch fühlt. Ich könnte mir vorstellen, naja, das könnte vielleicht Gaun oder sowas sein. Das würde jetzt auch so zu der Verräterklinge, so von dem Style der Waffe passen. Ne? Kubus der Vernichtung. Ja, da haben wir ja festgestellt, dass die linke Waffe doch ein bisschen schwächer ist, ne? Schauen wir mal, was jetzt die SPS macht, wenn wir die austauschen. Da kommen wir auf 50 und wenn wir die hier austauschen, auf 46. Damit sollte halt klar sein, dass wir die anliegen lassen und die austauschen. Und siehe da, dadurch, dass wir ja jetzt auf der Waffe, die verkaufen wir jetzt hier ein Plus von 15 Geschicklichkeit haben, können wir auch unseren Bogen anlegen. Ha! Ja, ich muss mal eben umtauschen. Ah, naja, da habe ich mich zu früh gefreut, da hätte ich auch mal zu Ende denken sollen. Natürlich, wenn man jetzt die Waffe zum Bogen wechselt, dann kann ich es natürlich nicht anlegen, weil ich jetzt nicht mehr von der Klinge profitiere, von den 15 Geschicklichkeit, zu früh gefreut. Verdammt! Aber schauen wir mal hier. Ja. Angriffsqualität 17. Da wird der Schaden auch runtergehen. Ja. Nee, das ist nix. Was haben wir denn da noch alles? Intelligenz brauchen wir nicht, Energie brauchen wir nicht. Den wollte ich erstmal aufheben. Möchte ich denn auch den aufheben? Mit 79 Leben? Nein, möchte ich nicht. 18 Verteidigungsqualität, da habe ich schon eine bessere mit Verteidigungsqualität. Da würde ich sagen, ich gehe nochmal eben Tränke shoppen. Machen wir es mal jetzt so, dass wir nur 2 Reihen voll machen. Das ist ja sonst ein bisschen übertrieben. Oh, jetzt habe ich es aus Versehen verkauft. Das ist mir übrigens immer mal passiert. Eigentlich wollte ich dann Rechtsklick machen, um die Talismane oder Reliktstücke zu verbinden. Und dabei habe ich es dann verkauft. Ist auch kein Problem, kann man es zurückkaufen. Da muss man vorher das
Ach, ja, das Fenster vom Händler zumachen, so. Lebe wohl! Ja, lebe wohl. Und dann drückt man einfach nochmal auf C und dann kann es weitergehen. Ja, da ist Dionysos Weinschlauch fertig. Das kann ich auf Ringe und Amulette anwenden, aber da habe ich ja gesagt, da möchte ich lieber auf einen grünen Gegenstand warten, bevor ich die Teile verwende. Magie. Das können wir nochmal hier drauflegen. Und das da. Ja, das sollten wir doch wieder zurückgehen. Das war's doch jetzt, oder? Ja. Also wieder nach vorne stürzen. Wir sind nicht mehr weit weg von Delphi. Auf unsere Reise. Ja, jetzt nehme ich das Reiterschild eben noch mit. Auch wenn ich es überhaupt nicht brauche. Es hat eben auch starke Attribute. 6 Stärke, 8 Geschicklichkeit, Angriffsgeschwindigkeit, Widerstandsarten gleich 2. Ja, und noch eine Wahrscheinlichkeit auf Schadenswiderstand. Ist schon ein ziemlich gutes Schild. Nichts für mich. Oh, das ist aber jetzt hier mal ein größeres Gebiet. Da schneiden wir uns mal eben hier durch. Oh ja, haben wir schon größere Wildschweine. Das sieht man auch, die machen gut Damage. Stufe 15. Monströses Wildschwein, was ist denn hier los? Nein! Ich meine, ich hatte zwar gerade gesagt, die sind groß, aber die sind Stufe 15. Ja. Hui, 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 hui. Ja, also die haben reingehauen, definitiv. Das ist der Blutungsschaden, der jetzt hier ausgelöst wird. Und auf der Waffe haben wir den Energieentzug. Da hatte ich, glaube ich, mal fälschlicherweise Lebensentzug dazu gesagt. Wäre schön, wenn ich das drauf hätte. Das ist natürlich nur Energieentzug. Schwarzes Wildschwein. Ach, und hier haben wir einen Questgeber. Jetzt. Oh, da kommst du wieder an, ihr Pfiffen hier. Fall um. Wie nun? Ein Centau als Questgeber? Chiron. Edler Centau. Ach, es gibt also auch freundliche Zentauren. Na, interessant. Sprich, Widersacher, und wähle deine Worte bedacht. Einen freundlichen Gruß, guter Reisender. Was bist du so erstaunt, auf einen Zentaur zu treffen, der nicht voller Hass ist und den Krieg will? Mein Name ist Chiron. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Leider habe ich ein Problem, das ich nicht lösen kann. Warum ich darüber erstaunt bin, das kann ich dir sagen. Weil ich schon hunderte zugrunde gerichtet habe. Nebenaufgabe aktualisiert. Der gute Zentaur. Tatsächlich. Also es gibt doch immer mal wieder Überraschungen. Der Zentaur ist uns wohlgesonnen. Aber vielleicht ist das auch übertrieben. Felsharpien. Schauen wir hier nochmal den Knochenhaufen. Ja, zumindest ist es immer Gold drin, 200, 100. Denn letztlich braucht der Zentau ja nur unsere Hilfe, ne? Nur deshalb stellt er sich ja so an. Tja, ich schaue nochmal eben in mein Questlog. Ein freundlicher Zentau namens Siron steht im Wald und wird von den Monstern nicht behelligt. Er sagt, er hätte ein kleines Problem. Sprechen Sie mit ihm, um mehr darüber zu erfahren. Tja, so viel hat er jetzt gar nicht erzählt. Ich gehe nochmal hin.